Ja, ich habe die letzte Folge ein bisschen lustig beendet, aber hier geht's weiter auch ohne, ja, tschüss Leute, Verabschiedung. Es tut mir sehr leid, aber es ging nicht anders, war Zeitproblem, also wegen der, es, die Folge soll ja nicht zu lange gehen. Ne, wenn ihr wisst. Warte, rennt eigentlich gerade so? Okay, dann weiß ich, wie wir es machen. Ja. Das hat mal super geklappt. Mein Plan. Von wegen, der ist so gut. Habe ich mal gedacht. Habe ich die schon geholt? Nee. Und ich habe das Gefühl, ich will sie auch gar nicht. So, und jetzt lauf, Miauxi. Lauf, wir haben eh kein Zeitlimit hier zum Glück. Also bei den Noten schon, aber ich habe jetzt gemeint, wie lange wir hier in dieser Arena sein dürfen. Ja, das ist eine Arena, Leute. Zumindest nenne ich sie Arena. Wartet, tut mir leid, wenn ich da was sagen muss. Da gibt es dann noch. Das ist dann eben. Ich habe es weit geschafft, aber ewig schaffe ich nicht. Ja, mein Bolo geht's jetzt eh besser mittlerweile. Aha, ich bin urschnell mit Mioxi. Das ist ganz lustig. Also lustig ist Mioxi schon. Und schnell, aber eher frustriert, echt. Dreh um, Mioxi! Mioxi, du machst das, was ich dir sage. Und wenn das das ist, dass du die Noten holst, machst du das. Genau, und sonst wirst du umgebracht. So, muss alles nochmal von vorn machen, Mioxi. Wir kommen so nicht weiter. Haha, Miauxi ist der Superstar. Ja! Da kommt er hin. Da ist nichts. Ich hab geglaubt, er kommt da oben hin. Ich sehe, das war sogar noch eine Herausforderung. Der will er mit mir auch sehen, mit dem Mioxi. Aber er wurde gespeichert, Leute. Alles gut. Miauxi, was ist daran so schwer? Die Noten hast du bekommen. Und jetzt einfach gerade zu rennen und nicht in die Schlucht zu fallen. Wo ist das Problem? Das Problem, verstehst du es? Was reg ich mich auf? Was ist mit dir? So, und jetzt gib Gas, wenigstens. Ich komme nicht rechtzeitig. So. Mit dir, du verdammter Löwe! Dann halt so. Aber gib Gas. Habe ich gehört. Und ich habe auch gehört, dass du super bist. Wieso bist du es nicht bei mir? Oder zumindest in diesem Spielstand. Du warst nämlich super. So viel steht fest. Das kann ich sagen. Mioxi, ich will
jetzt ernsthaft wissen, was da ist. Und wenn nichts war, nicht einmal eine lila Münze, bringe ich Nintendo um. Aber ich sehe ja, dass da was ist. Also müssen wir da auch hin. Ich glaube, das haben sie extra so programmiert, nachdem die Noten gesammelt wurden. Es wurde geschafft und ich glaube, wir kriegen sogar noch einen Mond. Also wenn es 3 Monde sind, wenn nicht sogar 4, wäre es mir das wert. Kommen 2 Monde noch, dann wäre ich zufrieden. Dann können wir mal fürs Erste abreisen. Vielleicht gibt es auch doch, vielleicht war das der gar nicht. Der Eingang. Es gibt woanders einen Eingang. Einen anderen unterirdischen Eingang. Zugang. Ich hätte eine Idee. Egal wie verrückt sie klingt. Unterirdisch, aber das heißt doch, das kann noch länger gehen. Ich probiere jetzt einfach mal was. Wo war dieses, sind wir hier? Ja, ich bin hier richtig. Aber nicht ins Loch. Nein, da will ich gar nicht hin. Ich will in ein anderes Loch. Und zwar, das ist hier irgendwo. Genau, hier. Und zwar, da springt jetzt einfach runter, wenn wir es können. Tiefster Untergrund. Und es gefällt mir hier wieder gar nicht. Wieso mache ich das? Dann gehen wir hier rein. Natürlich immer ins Dunkle, klar. Ah, Untergrund. Wie soll man hier rüberkommen? Ach, aber es gibt Kugelbiss. Ja, der muss ja erstmal zu mir kommen. Ich hoffe, der kommt immer hell an. Weil den zu... Nintendo, wieder mal sehr klug gelöst. Was ist das hier eigentlich? So, hier hinstellen kann man sich. Weiter aber auch nicht. So, komm durch. Ich sagte, ich hoffe, der kommt immer heil an. Nein, natürlich kommt er nicht immer heil an. Da komm schnell hier durch. Nein, komm. Ja. Du, hab was probiert.
komm halt. Ich probiere doch nur was. Ich bin zwar trotzdem weit gekommen, aber es ist ärgerlich. Woher soll die geilste Sonnenkugelbille herkommen? Muss ich jetzt einen bestellen? Was ist da der Sinn? Gibt es nicht ein Amiibo, wo man fliegen kann? Also es tut mir leid, aber das habe ich eigentlich geglaubt. Zumindest in gewissen Situationen, wo das sehr nützlich wäre und wo das eigentlich schon eigentlich relativ schwer ist. Ey, wieso kann ich da keinen Wandsprung machen? Also zurückschleudern, ne? Das ist wieder sowas Nintendo-artiges, habe ich auch noch nie gesehen. Vielleicht passt der Name echt. Da haben wir immer gedacht, nee, der ist zu schlecht, zu gut, aber wurscht, ich sollte einfach reden, kurzer Cut, ich werde das jetzt googeln, wie funktioniert, ach nee, komm, ich probiere es einfach und sonst muss halt der Part jetzt schon enden, hallo. Hey, irgendwann haben wir keine Münzen mehr, aber es sieht aus, als wäre es scheißegal. Ich wollte mir eigentlich noch was kaufen, aber das kriege ich eh nicht mehr hin. Wenn dieser Kugelbilly mal ankommen würde, dann hätte ich ja wenigstens eine Chance. Aber der kommt ja nie an. Ach, ich probiere es jetzt einfach. Natürlich so hier. Du sollst halt auch so, als würde er sich wieder runter. Ne. Viel zu bald. So. Nee. Ja. Probier's jetzt. Ich werde jetzt leider googeln müssen. Es geht morgen weiter, wenn ich das die Lösung weiß. Bis gleich. Ja, willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Ich habe mir jetzt, ja, kann man sagen, eine Lösung angeschaut. Also es gibt jetzt wirklich keine offizielle Lösung, wie man das lösen kann. Man muss es mit Sprüngen machen und was da ist, weiß ich selbst nicht. So irgendwie. Natürlich nicht so. Und sich halt nicht so dumm anstellen wie ich. Aber es ist machbar. In dem Fall. Es war gut. Es war ein Anfang. Auch wenn das natürlich besser geht. Ich habe es eigentlich geschafft. Nur weil der auf diese Scheißkappe nicht gesprungen ist.
Es ist natürlich ärgerlich. Was war das denn? Was ist mit diesem verdammten Scheiß-Dreckspiel? Nintendo, was soll das? Ich bin noch gesprungen! Was ist mit diesem verdammten Spiel? Ist es zu schwer, auf eine Kappe zu springen? Die Käppi heißt! Und ist es zu schwer, daneben zu springen und nicht gegen eine Säule? Ist das alles zu schwer? Und ist es zu schwer, sich nicht da in die Sau zu stürzen? Ins Nichts? Kann man auch so sagen? Ist das alles zu viel verlangt, Mario? Ist dieser Sprung hier? Zu viel verlangt? Auf diese Säule halt. Wow, der Ton ist verbuggt. Das gibt's nicht. Ton. Verbuggter Ton. Ton, hör auf zu buggen. Cut.